Konnichiwa, Caddies, hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer neuen Folge vom realen Irrsinn. Nein, neue Folge natürlich nicht, ein neuer Vorschlag. Obwohl, der Vorschlag ist auch nicht schon, oder? Weil ich hänge ein bisschen hinten dran mit den Vorschlägen, die gemacht worden sind. Die Folge heute ist vorgeschlagen worden vom Minato Namikaze. Und zwar geht es um Limo. Und zwar um zu wenig Zucker in der Limo. Ich weiß, dass es da einen Zusammenhang gibt, weil Limo muss einen bestimmten Zuckergehalt haben, um sich Limo nennen zu dürfen. Wenn es das nicht hat, dann ist es keine Limo. Ich finde es beknackt, weil Light-Produkte haben auch, also Light-Limos haben auch nicht Zucker drin, sondern was anderes und dürfen sich trotzdem Limo nennen. Ja gut, aber das ist, wäre jetzt so wie die Diskussion zwischen vegetarischer Wurst und darf sie sich Wurst nennen, weil Vegetarier eigentlich keine Wurst essen, also keine fleischliche Wurst. So. Also vegetarische Fleischwurst wäre eigentlich ein Widerspruch in sich. Gut, aber okay, das ist halt so. Aber ich bedanke mich schon mal im Vorfeld natürlich bei Minato für den Vorschlag und wir gehen mal rein und schauen uns an, was es damit auf sich hat. Ich habe es schon vorbereitet. Ja, ich bin heute vorbereitet. Ja, das ist gut. Stellt euch mal vor. Ja, also, dann starten wir mal rein in die Folge. Trinken hilft. Trinken hilft wirklich. Ich habe hier nur leider gerade nicht, deswegen kann ich nicht trinken. Ja, müsst ihr mitleben. Oder ich muss mitleben, das hilft viel mehr. Gut, weiter geht's. Das ist Paul Bethke. Er sieht unbescholten aus, vertickt aber illegales Zeug. Ein Getränk, das fälschlicherweise vorgibt, eine Limonade zu sein. Und Bethke gibt das auch noch offen zu. Ja, also die kenne ich und ich finde, die schmeckt sehr lecker. Ich trinke von denen meistens das mit dem das Rote. Das schmeckt sehr lecker. Und zwar trinke ich das meistens, wenn wir in einem bestimmten Salat oder Bowls-Laden sind. Ja, zu meinem Bowl dazu. Da schmeckt es immer ganz lecker. Konventionelle Limonaden haben oft bis zu 10% Zucker, was aber eben total ungesund ist. Und wenn man eine Limonade wie hausgemacht herstellt, was unser Credo war, dann muss man diesen Zucker da einfach nicht reintun. Das stimmt. Also zu viel Zucker ist sowieso nicht gut. Nicht nur, dass es auf die Hüfte geht, es fördert auch die Diabetes und das ist nicht gut. Deswegen finde ich das gar nicht mal so schlecht. Was ist jetzt daran so schlimm? Nur weil er jetzt da weniger Zucker reinmacht, ist das keine Limo, das ist doch völliger Blödsinn. Bethke glaubt, sein Verhalten sei von ganz oben gedeckt. Wir wollen die Menschen dabei unterstützen, sich gesünder zu ernähren. Doch das Leben. Ja, das ist wieder dieses berühmte, wir reden als Politiker nach dem, was die Leute hören wollen, damit sie uns wählen. Und am Ende bescheißen wir euch trotzdem. Allen voran nutzen das sehr gerne Parteien mit einer blauen Farbe aus. Leider momentan, und es gibt viel zu viele dumme Menschen da draußen, die das sogar noch annehmen. Leider. Aber ja, sie hatte es eigentlich vorgehabt, dass wir gesünder leben. Aber dann hat sie natürlich, wir wissen natürlich alle, dass diese Ministerin dann Schulterschluss mit den Großkonzernen wie Nestle und so gesucht hat. Lebensmittelüberwachungsamt Bonn hat eine dieser nur vermeintlich harmlosen Flaschen mal genauer untersucht. Das Ergebnis ist ein Skandal. Im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen wurde in dem Erzeugnis ein Zuckergehalt von 5,6 Gramm pro 100 Milliliter festgestellt. Für alle, die nicht rechnen können, das wären 5,6% auf die 100 Milliliter. Also rein theoretisch, wenn man sagt, Limo muss 10% enthalten, 4,4% zu wenig. Diese Limo ist amtlich unterzuckert. 7 Gramm Zucker müssen mindestens drin sein, schreiben die Lebensmittelkontrolleure. Kann mal jemand die Lebensmittelkontrolleure abschaffen? Das ist ja wohl mal der absolute Unsinn. 7 Gramm Zucker müssen mindestens drin sein. Das sind 7 Gramm Zucker zu viel, ganz einfach. Also ich trinke meinen Tee meistens auch ungezuckert. Also Zucker ist wirklich unwichtig. Ist ein Geschmacksträger, mehr nicht. Dieser Zucker ist produktwesentlich und macht auch den Charakter einer Limonade aus. Eine Unterschreitung des Gesamtzuckergehaltes von 7% entspricht nicht der Verkehrsauffassung für eine Limonade im Sinne der Leitsätze. Da nehmt die Leitsätze und schmeißt sie in den Papierkorb. Mit den meisten Gesetzen, die ihr aufstellt, ist das doch genauso. Die schmeißt ihr doch auch in die Tonne. Ihr schreibt sie auf ein Blatt Papier und dann ändert ihr sie so ab oder nutzt sie so aus, dass sie euch nicht betreffen.
und anderen das Leben schwer machen. Politiker ewig. Ich sage ja immer wieder, Politiker gehören eigentlich alle abgeschafft. Ist auch völlig egal, dass Ernährungsministerin Klöckner sich mit einer nationalen Strategie zur Reduktion von Zucker für weniger süße Getränke einsetzt. Beispielsweise fällt die Reduktion bei Limonaden mit 0,2 Gramm pro 100 Millilitern sehr gering aus. Da muss mehr Tempo rein. Ja, und dann macht einer mehr Tempo und dann kriegt er gesagt, nee, das, was du da machst, ist völlig falsch. Das ist absoluter Unsinn. Das geht nicht. Du musst da mehr Zucker reinmachen. Wie dumm kann man sein? Frau Klöckner, ja, lassen wir das. Heute stellt die Ministerin sich in die Presse und wirbt für weniger Zucker und sagt, da muss mehr Tempo rein, da muss mehr passieren. Andererseits wird dann diese eigene Strategie in der Praxis total konterkariert. Wir kriegen einen Brief, wo eben gesagt wird, ihr habt zu wenig Zucker, also genau das Gegenteil von dem, was sie offiziell fördert. Das ist doch ganz einfach. A sagt was, B weiß davon nichts und C schreibt für was völlig anderes, sodass du das bekommst, was nicht richtig ist. Also ja, das ist, sowas nennt man mangelnde Kommunikation. Das Lustige ist, wir hatten jetzt im letzten Lernfeld Projektmanagement. Und einer der Gründe, warum Projekte scheitern, ist die mangelnde Kommunikation. Ja, war auch eine unserer Fragen in der Lernzielkontrolle. Deshalb hat Lemonade der Ministerin ein Denkmal gesetzt aus Zucker. Denn solange bundesweit keine neuen Regeln beschlossen werden, können die Kontrolleure den Limopan schon drohen. So werden sich weitergehende behördliche Maßnahmen gegen sie nicht vermeiden lassen. Drohung, das ist sogar Nötigung, würde ich zur Anzeige bringen. Gegen die Behörde. Doch es gibt auch noch eine Alternative zu mehr Zucker. Wir dürften sie nicht mehr Limonade nennen. Wir müssten alle Flaschen wegschmeißen, weil sie eben direkt bedruckt sind. Das sind Mehrwegflaschen mit direkt Keramikdruck. Das würde einen riesen Müllberg verursachen. Jetzt. Ja, und das dürft ihr dann wieder auch nicht, weil dann macht ihr ja Umweltverschmutzung. Man macht was Gutes und kriegt dafür auch noch einen auf den Deckel. Typisch Deutschland. Hat der Limonadenfälscher doch sicher was dazugelernt. Wir sind dabei, sozusagen den Zuckergehalt so gering zu halten wie irgend möglich und werden es, wenn wir können, immer weiter nach unten schrauben. Dieses gesetzlose Gesindel gibt einfach nicht klein bei. Man muss schon zugeben, die sind wirklich nicht aus Zucker. Richtig so. Genau so musst du es machen. Weiter diese Limonade. Ich liebe sie. Und wie gesagt, ich trinke sie jedes Mal, wenn wir in einem bestimmten Bowl-Laden sind. Einfach zu meinem Bowl dazu, weil ich finde, es schmeckt lecker. Es ist nicht so viel Zucker drin. Und es ist genau das so, wie ich es will. Warum soll ich? Ich will mich gesünder ernähren und kriege das dann von irgendwelchen Kontrolleuren, die denken, sie wären Götter in Weiß, verboten, weil sie die Gesetze, die ihre Vorgesetzte umsetzt, nicht umsetzen. Ihr wisst schon, was ich meine. Also ich finde, er hat das gut gemacht. Ich hoffe, diese Limonade bleibt noch lange auf dem Markt. Und ja, was bleibt mir zu sagen? Erst einmal natürlich nochmal ein Dankeschön, Minato, für deinen Sendungsvorschlag. War schön. Ich konnte mich ja auch wieder mal toll aufregen. Und ja, wenn euch das Ganze auch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir das hier irgendwie zeigt. Da ist es jetzt gerade irgendwo. Wenn ihr außerdem noch was anderes habt, wie zum Beispiel Anregungen, Kritik, Vorschläge, was man reacten könnte oder so, unten in die Kommentare damit. Ich reagiere drauf und damit wir das Ganze hier nicht vergessen und ihr mal seht, wie man das macht, gehe ich hier drauf. Einmal ein Like von mir, abonniert ist schon und ja. Was mir da noch zu sagen bleibt, ist euch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wie auch immer, wann ihr das guckt, gewünscht und tschüss, sagt euch eure Josie.